Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fire Ash Season 4 von was wäre, welchen Pokémon Anime wäre. Leider heute ohne Co-Kommentatoren, weil dies hat mich jetzt einfach ein bisschen im Stich gelassen. Bin ich jetzt auch ein bisschen traurig drüber. Weiß jetzt auch nicht, ob ich groß die Motivation habe für einen langen Stream. Weil mich hat das jetzt schon ein bisschen verletzt, weil die hatte gesagt, sie wollte gerne dabei sein. Ich hatte jetzt nicht ziemlich auch darauf vorbereitet, dass sie dabei ist, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust wirklich. Jetzt auf das Stream, weil. Oh, hi Taube. Hallo. Ja, kommt gerade genau passend. Co-Kommentatorin ist doch gerade spontan nochmal dazu gekommen. Sag mal hallo, du bist gerade mit in die Aufnahme gekommen. Ja, Stream läuft übrigens schon, bist schon live. Ja, wild, ne? Ich wollte noch was von meinem Film und ganz cool. Aber ich mach einfach mein Ding, ich mach mein Ding. Jo. Also, Taube kommt gleich wieder. Ich hoffe, sie kommt auch wirklich doch. wir wollten jetzt ein. Ja, das hat mich jetzt komplett aus der Bahn geworfen. Wir waren auf dem Weg nach Baumhausen City. Ich habe trainiert und letztens. Offscreen. Jetzt höre ich das jetzt auf Level 36, ich weiß immer noch nicht, wann sich das mystisch weiterentwickelt. Steuerrack ist Level 36, Drasche ist Level 36, Murabel und Junglut haben sich weiterentwickelt, beide 36. Und Pikachu immer auch Level 56. Und wie gesagt, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich jetzt mit Taube nicht mehr gerechnet habe. So. Aber gucken, was sich zwölf überhaupt so gut weiterentwickelt. Sag mal googeln. Wahrscheinlich 36 oder so, ne? Muss ich lachen. Ich kann nämlich wirklich viel anhaben. Das Ball kann nämlich wirklich viel anhaben. Dann sind sie 12 weiter. Level 37, okay, läuft. Ja, das werde ich jetzt eigentlich auch machen können auf Screen. Ja gut, die Vergiftung war jetzt nicht geplant. So. Ja, Taube ist gleich wieder da, sollte sie jedenfalls. So, das war's mit Zürich. Wollen wir Sprache reinwechseln? Störrack hat übrigens Oski noch den Eisenschleif gelernt. So. Und ich habe schon wieder zwei Zuschauer. Hallo, erstmal guten Abend. Hätten wir uns ja bei OBS noch gar nicht angezeigt. Diese
finde es gerade sehr lustig, dass ich mehr Zeit Zuschauer habe. Ja. Die Musik ist jetzt mal komplett aus. Taube, du könntest auch mal was sagen. Wenn du mich schon hörst. Also ist ja nicht, dafür bist du ja da. Ja, ist gut. Ich habe nebenbei kurz hier aufgeräumt, aber ja. Alles klar, ja. Ja. Ja, gut, ne? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich jetzt doch nicht mal mit dir gerechnet hatte. Deswegen bin ich gerade etwas dezent verwirrt. Also du bist echt immer noch für eine Überraschung gut, Taube. Ja. Alle lieben Zuschauer, ich habe Taube kennengelernt durch einen Club oder eine Gilde, wie es in manchen Online-Rollenspielen ist. Wir haben uns eigentlich von Anfang an gut verstanden, hatten ein bisschen Spaß miteinander gehabt schon. Natürlich war schon dann die Zuschauer über 18, die ist erst 16. Und er hat einen Freund, aber jetzt mal ganz abgesehen. Ja, und sie war selber mal YouTuberin. Aber da kannst du ja auch selber mal was über dich erzählen, wenn du willst. Ja, absolut. Das ist zu lange her, aber ja, also ein bisschen Erfahrung habe ich. Ein bisschen. Leute, das war mal Deutschlands größte Modellpferd-YouTuberin, die es gab, mit 54.600 Abonnenten. Also wir können ihr gerne mal einen Applaus geben. Und ich bin eigentlich ehrlich gesagt geehrt, einen solchen Gast zu haben. Der, wenn ich das richtig verstanden habe, demnächst mal in der nächsten Zeit mal öfters dabei sein möchte. Habe ich das richtig verstanden? Ja, solange uns das Paket zulässt. Ja, ab und zu geht bei mir Stream auf jeden Fall von zum Themen. Deswegen, sie würde nicht immer dabei sein. Normalerweise würde ich eigentlich auch früher angefangen, aber dann hatte sie keine Zeit, dann musste sie irgendwo hin. Ja, mein ursprünglichen Plan wären wir schon vor einer Stunde angefangen. Vor einer halben Stunde. Ich wollte es nur mal anmerken, das Timing bei uns ist nicht unbedingt das Beste, wir arbeiten noch dran. Ja. Timing, was ist das? Kann man das essen? Schmeckt. Schmeckt wahrscheinlich nicht so gut wie Taube. Was? Schmeckt wahrscheinlich nicht so gut wie du, aber gut. Du hast es nicht probiert? Tauben schmecken immer besser. Ja, dann muss ich vielleicht gehen. Leute, bevor ihr fragt, das ist völlig normal bei uns. Mein Spitzname ist Falke, wie ihr wisst, ihr Spitzname ist Taube. Und Falken fressen, glaube ich, gerne mal Tauben. Dadurch sind wir überhaupt in dieser Freundschaft gekommen. Was schon schräg genug ist. Und. Okay, und endlich, nachdem ich gemutet habe, dass ich ein Level weiter hätte spielen müssen, dass sich Zwielicht weiterentwickelt, entwickelt sich Zwielicht weiter. Bekommt ihr heute wenigstens noch eine Entwicklung zu sehen? So, Taube. Wir wollen doch jetzt, ich habe jetzt ein paar Gespräche mit dir angefangen. Ich weiß von aus unserer Unterhaltung, dass du ein bisschen Pokémon-Erfahrung hast. Wir hatten ja schon das Thema heute Morgen gehabt, vorhin gehabt im Test, also ich erwähne es jetzt nochmal, wir hatten vorhin schon mal ein bisschen geplaudert, kleinen Test gemacht, ob alles klappt. Und dort hattest du gesagt, du bist mehr Team Evoli wegen den Evolutionen. Ja. So, jetzt stellt sich mir eine Frage, die wollte ich eigentlich vorhin schon stellen, habe ich gedacht, nee, das hebst du dir für den Stream auf und für den ersten Part mit mir so gesehen. Von den ganzen 8 Evolutionen, die es gibt, ne? Ja. Was ist denn da so dein Favorit? Ich denke Aquana. Warum wählst du Aquana? Das interessiert mich jetzt mal.
Also ein bisschen am Aussehen, einfach auch, weil ich mag halt einfach Wasser und Wasser ist toll. Und ich mag die Shiny-Version tatsächlich. Ich bin gerade, ey, du bist die erste Person, die ich kenne, die Shiny-Version mag. Nein, ich finde die Lila schön. Okay, ist aber mal eine interessante Sicht herangehensweise, warum man einen Pokémon mag. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich nehme mal an, dadurch, dass du sagst, Wasser ist schön, magst Wasser, ist wahrscheinlich Wasser so allgemein dein Lieblingstyp? Aber Wasser steht vor, weit vorne, sag ich mal. Ja, Wasser steht auf jeden Fall weit vorne. Also wenn du jetzt, okay, jetzt mal so, ich sag mal jetzt mal andersrum, um mal zu gucken, was du wählen würdest, wenn du einen wirklich feinen Typen entscheiden müsstest. Wenn du eine Arena-Leiterin sein könntest im Pokémon-Spiel, ne? Ich habe keine Ahnung. Und du dürftest dir nicht ein, sondern zwei Typen aussuchen für deine Arena. Zwei Typen, du hättest jetzt nicht nur ein, die müsste dich jetzt nicht auf einen Typen festlegen, du dürftest zwei oder sagen wir sogar drei Typen wählen. Also drei, ja? Ja, drei. Das ist, denke ich mal, besser, als wenn man sich nur auf einen einzigen festlegen muss. Ich werde die Fragen, beide Fragen, was meine Lieblingsevolution wäre und die Typen auch gleich kombinieren miteinander. Ich glaube, es wäre Wasser, Stahl und schwierig. Ich glaube, Also Elektro, Stahl und Wasser-Arena wär's. Ja, ich denke schon. Okay, ist auf jeden Fall mal eine interessante Kombination, hatte ich jetzt so auch noch nicht. Also meine persönliche ich habe tatsächlich nicht eine Evolution, die ich favorisiere, sondern tatsächlich zwei Stück, die gleich bei mir gleich auf sind. Und zwar ist es das Duo aus Cyana und Nachtara, welches ich favorisiere. Cyana, ich mag bei Cyana einfach diesen eleganten Körper, weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja, yeah, I know. Und bei Nachtara liebe ich einfach diese Shiny-Version. Diese blauen Ringe, also ich feiere Nachtara alleine schon wegen seiner Shiny-Version, muss ich ganz ehrlich sagen, und Cyana halt wegen ihrem eleganten Körper. Ist so meine Begründung, warum Cyana und Nachtara meine Favoriten sind. Dementsprechend wären auch die drei Typen, für die ich mich bei einer Arena entscheiden würde. Psyche und Unlicht, alleine wegen Cyana und Nachtara. Und tatsächlich wäre mein dritter Typ Eis. Weil ich finde, weil Glaciola kommt bei mir direkt nach Cyana und Nachtara. Das wären so meine drei favorisierten Typen für eine Arena. Muss nicht jedem gefallen, aber es ist einfach so. Ja, du, ich habe auch Sachen drin. Wie gesagt, Aquana Shiny ist im Bett auch nicht. Mir zum Beispiel überhaupt nicht. Also die Shiny-Version von den Evolutionen, ne? Die sehen teilweise echt scheiße aus. Alleine dieses Grün bei Blitzer. Ja, das ist echt schlimm. Dieses Grün bei Psyana. Und Solvaydas Saga, aber das Lila, dieses pinke Lila bei Aquana. So, ich glaube, wir müssen einfach gehen. Sorry, wenn ich das sage, aber ich akzeptiere natürlich, dass du Shiny Aquana magst, ne? Akzeptiere ich den ganzen vollkommen. Also ich will jetzt auch nicht verbieten, will jetzt auch nichts einreden, ne? Ist halt jetzt so meine Meinung. Aber
Jeder mag das, was er mag. Einen Lieblings-Pokémon-Typen jetzt an sich, ne? Hab ich überhaupt nicht. Also ich mag eigentlich alle 18 Pokémon-Typen, die es gibt. Und ich bin auch einer der Menschen, der sagt, wir brauchen definitiv mehr Evolution. Boah, wie siehst du das? Ja, doch, ich will allgemein auch sollten generell mehr Pokémon neue Spiele halt rauskommen und so weiter. Und auch auf dem, ich würde sagen, neue Spiele auf dem alten basieren. Also, weißt du, dass die Qualität halt voll nochmal ein bisschen besser ist, aber dass es trotzdem noch das alte Feeling hat, wie das, was du gerade spielst, zum Beispiel. Das ja. Ist halt schon noch so. Ich weiß, was du meinst. Also sowas, ich sag mal, so mehr Pokémon-Remakes von alten Spielen meinst du ja zum Beispiel. Ja, zum Beispiel so ein Mode sieht halt einfach komplett neumodisch und animiert aus. Und ich fand damals das Zeichen der Klinge einfach mega nice. Ja, so ein Mode sah schon nice aus, aber dieses alte Feeling, ich sag mal, es muss ja nicht dieselbe Grafik sein wie früher, also neue Grafik darf es gerne sein, ne? Aber wenn ich sag mal, wenn sie mehr Remakes rausholen würden, ich meine, es ist jetzt der Hype, am Ende des Jahres kommen die Remakes von Diamant, Perl und Platin raus. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde die Grafik ist so scheiße. Also mir gefällt der Grafik von Diamant und Perl Remakes überhaupt nicht. Das ist meiner Meinung nach zu Chibi-Style. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man sich dann anguckt, was sie da in dieses antike Legenden Arceus reinpacken für die Switch, in dieses neue Sinnoh-Spiel. Hätten sie die Mühe dafür in die Diamant Perl Remix reingepackt. So mehr so animiert Style, ne? Ich hätte abgefeiert. So in der Grafik könnten sie den Diamant und Perl Remake auch für den 3DS verkaufen. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist für mich einfach kein, ich sag mal, Grafik-Update. Da sehen Schwert und Schild deutlich besser aus. Nee. Und ich muss es wissen, ich habe wirklich jede Generation, die es gibt von Pokémon, einmal, mindestens einmal oder zweimal durchgespielt. Ich bin ein Pokémon-Suchtier und das seit 20 Jahren. Man möge mich erschlagen. Ich muss mal neben mir stehen. Was? Ich habe in dieser Sonne neben mir stehen. Oh, dafür musst du mir mal ein Bild schicken. Mach ich. Ah, ich habe auch so ein paar Pokémon-Plüschisse. Ich habe mehrere Evolis. Das ist aber kein Fisch. Wie bitte? Aber was ist bei mir kein Fisch? Wie hast du wie das neben dir stehen? Hä? Ja, da sind wir am Stichchen, das ist so eine Figur. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese. Achso. Es gibt hier so Menschen, die den großen Köpfen, und sie sagen, ach. Okay. Schickst du trotzdem mal rüber das Bild. Ja, ich hab. Jetzt oder? Ja, kannst du später mal machen, kannst du ausrumbannen. Ja, ich hab mein Handy neben mir liegen, also ich seh's so oder so. So, ich muss sagen, ist jetzt mal die Aufnahme richtig Bock, muss ich sagen. Also wir haben schon ein paar Gesprächsthemen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch nur diesen einen Aufnahme jetzt und komme vielleicht doch gleich zum CT. Ich weiß es jetzt noch nicht. Oh, da kommt jemand, der Lust hat, laufen zu spielen. Vielleicht. Hm. Wenn du dir morgen Zeit nimmst, nochmal für einen Stream mit mir. Stimmt. Mal überlege ich mir. Jo, moin, Katja. Wir haben Besuch von Katja. Katja hat gerade in Kommentaren geschrieben. Finde ich sehr cool. Moin, Katja, kannst du mal könntest du mir wenigstens Follow da lassen, wenn du schon dabei bist? Könntet ihr mir beide vielleicht mal folgen? Wer beide? Ja, du und Katja. Katja ist ja auch da. Okay. Ich guck
gerade den Stream über dein Discord. Ja, du kannst ja. Ah ja. Okay, danke Katja. Katja hat schon mal einen Follow hinterlassen. Bei Twitch. Grüß mal, Grüße an Katja von uns beiden. Ja, Grüße an Katja. Ja, wir gucken das vielleicht. Also Kat, also Taube kommt definitiv zum Stream. Zum CT, sorry. Taubi ist auch schon online. Ja, aber bei Discord checken. Jenny wollte wissen, wo ich streame. Interessant, dass Katja mich eher schneller findet als die anderen. Was? Interessant, dass Katja mich schon findet. Apropos, Katja, wie hast du mich überhaupt gefunden? Ich habe dir niemanden meinen Discord, meinen Twitch-Kanal genannt. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wenn du da Falke heißt, dann ist das ziemlich auffällig. Moin Laura. Wow. Ja, das nächste Mal seid ihr Bescheid. Du kannst auch gerne das nächste Mal dabei sein, Laura. Habe ich nichts gegen. Ah ja, die Weile ist meine Ex-Freundin. Oh, ja, ich habe es ihm zu spät kommen reingeschrieben. Stimmt, macht Sinn. Wenn du gewettet hast. Ja, bei mir aber auch. Okay, Wow, hey Jenny, lasst mal allen voll, oder? Danke. Das ist geil. Beste Werbung ist unser Club, würde ich sagen, oder? Könntet ihr bitte Weihnachtsflirten? Könnt ihr und Jenny flirten einfach mal im Twitch-Chat? Geil. Leute. Das ist ein niveauvoller Stream. Warum müsst ihr jetzt ausgerechnet hier flirten? Bei uns wird Niveau groß geschrieben, ne? Nee. Wie war's? Niveau. Ich weiß nie, wo man das findet. Kannte den jetzt schon jemand? Den Spruch? Ich weiß nie, wo man das findet. Nee. Ich jetzt nicht. Na komm. Okay, Katja, wenigstens du kennst den Spruch. Danke. Ich hab die Hoffnung noch nicht auf. Ich hab, das sorgt dafür, dass ich wenigstens noch Hoffnung an diesem Club habe. Das hat diejenigen, die schon seit 3 Jahren im Club drin ist, so gesehen. Ja, ich spreche aus Erfahrung, mein Bruder. Die schlimmste ist so eine komische Taube, hab ich gehört. Ja, die ist echt übel. Ja, Taubi ist bei mir im Discord-Call mit drin. Die ist Co-Moderatorin. Ich hoffe, man hört sie halbwegs halt. Ja, also theoretisch müsste man sie hören. Ja, du hast, Katja schreibt übrigens Hi Taube. Hi Katja! Also man hört. Nee, Jenny sagte das, Entschuldigung. Hi Jenny! Ja, es ist ein bisschen verzerrt, aber es geht und Katja meint, der Ton ist Mist, aber sorry. Okay, lange machen wir jetzt aber auch nicht mehr, weil wie gesagt, wir kommen gleich vielleicht mal zum CT noch. Aber ich würde nach dem CT nochmal eine Runde streamen, also wer Lust hat, kann auch gerne nochmal dann vorbeigucken. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr noch Lust habt danach. Oder Jenny macht das CT ein bisschen kürzer und wir kommen dann alle hier nochmal rein. Jenny, das liegt dann bei dir, du machst das CT, denke ich mal heute. Wo haben wir denn? 20:21 Uhr. Mal schauen, was Jenny jetzt schreibt.
Und Katja mit dem Ton, das ist unsere erste gemeinsame Aufnahme, also von daher. So, ich würde sagen, ja, wir sind jetzt den halben Weg Richtung Baumhausen City, würde ich sagen. Und ich würde sagen, der Part geht jetzt schon wieder 25 Minuten lang. Der Part geht eigentlich länger, als ich erwartet hatte. Und dann würde ich sagen, Leute, dieser Part endet hier. Taube, möchtest du vielleicht noch was zum Abschied sagen? Ja, bester Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da für die Taube denkt jedes Mal, wenn ihr eine Taube seht, an mich und Taube. Und Taube wird jetzt demnächst öfter dabei sein. Also, freut euch schon mal. Und bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Fire Ash. Staffel 4 von Was wäre, wenn ich ein Pokémon-Anime wäre. Ciao.